Sie wissen natürlich, dass der heutige Referent Ludger Lütkehaus ein Spezialist für das Nichts ist, dass das Nichts das große Buch ist, das er 1999 geschrieben hat. Er sieht so aus, als würde er gerade eine existenzielle Probe daraus geben wollen. Aber da seine Tasche hier ist und sein Jackett und sein Mantel, bin ich sehr zuversichtlich, dass er gleich noch zu uns stoßen wird. Ich würde aber die Gelegenheit nutzen, jetzt gleich ein paar Worte noch zur Ringvorlesung als Ganzer zu sagen, damit Sie sozusagen den Gesamtbogen sehen, der uns bewogen hat, hier überhaupt zum Thema Nietzsches Literaturen mit diesem Plural eine Ringvorlesung anzubieten. Ich kann Ihnen auch schon den Ausblick darauf geben, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar mit Philipp Schwab zusammen im nächsten Wintersemester, also in einem Jahr, eine nachfolgende Ringvorlesung zum Thema Nietzsches Philosophien auch mit diesem Plural anbieten werden. Also wir haben jetzt hier sozusagen den ersten Teil einer Serie vor uns. Ob dann noch was kommt nach Nietzsches Philosophien, darüber müssen wir reden, aber nicht heute Abend. Nietzsches Literaturen, ein vielleicht irritierender Titel. Wir haben für die Planung drei Fragerichtungen, drei Perspektiven gewählt und diese drei Perspektiven ergänzen einander. Und wenn Sie aufs Vortragsprogramm gucken, das wir haben bis Februar, dann werden Sie feststellen, dass wir hier ein sehr buntes Panorama oder einen sehr bunten Strauß zusammenstellen konnten, der die drei Fragerichtungen, die ich gleich skizziere, versucht zusammenzufassen oder versucht sie ins Bild zu setzen. Die erste Perspektive oder Fragerichtung ist Nietzsche als Literaturschaffender. Man hat Nietzsche gerne denunziert, er sei ja eigentlich kein Philosoph, sondern sei bloßer Literat. Den Fachphilosophen ist es lange sehr schwer gefallen, mit Nietzsche zu Rande zu kommen, Nietzsche als einen valablen Philosophen ernst zu nehmen. Zuerst haben die Künstler sich mit Nietzsche beschäftigt, die Literaten, und ihn eben als einen der ihren verstanden. Nietzsche, der Künstler, Nietzsche, der Schriftsteller, sind gängige Formeln in den ersten Jahren der Nietzsche-Rezeption. Also Nietzsche selber als literarischer Autor, als ein Autor, der zumindest aus der Perspektive mancher Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler auch tatsächlich Weltgeltung als Literat beanspruchen kann. Sie sind allen bewusst, dass Nietzsche ein Autor ist, der sehr darauf achtet, wie er schreibt, wie er das macht, was er in Szene setzt, denkerisch, wie er das auch schriftstellerisch gestaltet, wie er dem Form gibt, dass er mit vielen Formen experimentiert. Das ist unverkennbar und wir werden heute Abend im Vortrag von Ludger Lütkehaus ihn als Dichter vorgeführt bekommen, als Dichter, der einen ganz eigenen Weg geht. Viele der Gedichte Nietzsches sind völlig vergessen, andere sind weltbekannt. Und wir haben heute eine Analyse zu erwarten eines sehr bekannten Gedichtes, das vielleicht auf neue Weise perspektiviert werden wird. Also erste Stoßrichtung ist Nietzsche als Literat. Zweite Stoßrichtung, Nietzsche als Leser von Literatur, denn Nietzsche war zwar von Haus aus Altphilologe und hat dann als Philosoph versucht, Karriere zu machen, ich betone versucht, weil es ihm ja nicht vergönnt gewesen ist, zu bewussten Lebzeiten auch die entsprechende Anerkennung zu finden, worunter er sehr gelitten hat. Nietzsche liest aber auch als Philosoph nicht eigentlich zur Hauptsache philosophische Texte. Er liest ganz breit, er liest Literatur, die man heutzutage unter Belletristik subsumiert, ebenso wie naturwissenschaftliche Texte, religionswissenschaftliche Texte, historische Texte. Er liest Reiseführer, er liest Handbücher zur Zimmergymnastik, er liest Theologika allerlei Art. Er liest unglaublich breit und die Philosophie ist nur ein schmales Segment. Und in diesem unglaublich breiten Lektüre Panorama sind eben die eingangs genannten belletristischen Texte eine ganz wesentliche Inspirationsquelle. Nietzsche liest nicht nur, um sich zu erholen, obwohl er in Ecce Homo sich über die Frage der Erholung durch Lektüren auch Gedanken macht. Nietzsche liest, um Material zu haben, Material für sein eigenes Werk, und er liest ganz anders als Literaten, als Philosophen das
von ihm empfohlen bekommen, nämlich, Sie kennen vielleicht diese Wendung, er möchte, dass seine Leser, die also seine Schriften lesen, wiederkäuend lesen. Er selber, Nietzsche selber, scheint eine eher räuberische oder raubritterische Art der Lektürepraxis zu haben. Das können wir verfolgen anhand der Bücher, die von Nietzsche überliefert sind. Wir haben hier an unserer Nietzsche-Forschungsstelle ein Projekt mit französischen Kollegen zusammen, ein DFG- und ANR-Projekt zu Nietzsches Bibliothek. Nietzsches Bibliothek, die in Weimar zu guten Teilen erhalten ist, wird digitalisiert und partiell kommentiert, weil Nietzsche ein Leser ist, der mit dem Stift liest. Also er liest, streicht an, macht Kommentare, häufig nicht sehr freundliche Kommentare, an den Rand seiner Lektüren, und dem einen oder anderen werden wir im Laufe dieses Semesters auch noch begegnen, wenn wir etwa über Nietzsches Lektüren englischer Autoren oder französischer Autoren unterrichtet werden. Da spielen Lesespuren auch eine Rolle. Der Kollege, der in Paris mit uns dieses Projekt macht, wird uns dann im Januar über Nietzsches französische Lektüren im Einzelnen aufklären. Das ist die zweite Stoßrichtung, also Nietzsche als Leser von Literaturen, als jemand, der Literatur im breitesten Sinne rezipiert. Die dritte Stoßrichtung ist Nietzsche als Gegenstand der Literatur, denn von Anfang an, wenn Sie so wollen, schon in den 1890er Jahren, wird Nietzsche selber zu einer Figur, zu einer literarischen Figur, die sich ganz besonders gut zu eignen scheint, ganz besonders gut zu eignen scheint für, wie soll ich sagen, überzeichnete Philosophencharaktere, deren Dramatiker oder Romanciers gelegentlich bedürfen, aber vor allen Dingen auch als vom Wahnsinn geschlagener Prophet oder als exemplarische Künstlergestalt. In Adrian Leverkühn, in Thomas Manns Dr. Faustus ist sehr viel Nietzsche eingeflossen. Nietzsches Biografie ist quasi die Folie, auf der die Adrian Leverkühn-Erzählung, die Faust-Erzählung bei Thomas Mann funktioniert, auch andere Elemente. Bis in die heutige Zeit spielt Nietzsche in der Literatur eine Rolle. Wenn Sie etwa an den im letzten Jahr erschienenen sehr umstrittenen Roman von Michel Houellebecq denken, La Soumission, da ist Nietzsche zwar nicht als Figur präsent, aber Nietzsche als Thema, Nietzsche als Provokation, da sind es dann die moderaten Islamisten, die Nietzsches Christentumskritik brauchen, um eben das Christentum zu kritisieren und in Frankreich des Jahres 2022 ein islamistisches Regiment zu installieren. Also, was ich sagen will, ist, Nietzsche in dieser dritten Perspektivierung ist eine Gestalt der Literatur, und auch damit werden wir uns in diesem Semester beschäftigen. Wir werden, das kann ich Ihnen auch ankündigen, in Ludger, setz dich hier vorne hin. Wir haben auch vor, diese Ringvorlesung dann in einer Publikation verfügbar zu machen. Das heißt, es wird die Möglichkeit geben, wir werden dann in den nächsten Sitzungen auch entsprechende Bögen rumgeben, schon eine Subskription zu machen, sodass Sie den Band am Ende dann ganz günstig bekommen. Es gibt eine neue Reihe im De Gruyter Verlag, eigentlich für teure Bücher bekannt, aber wir suchen das dann ein bisschen zu drücken. Eine neue Reihe, die unsere Forschungsstelle, Nietzsche-Forschungsstelle hier in Freiburg initiiert. Nietzsche-Lektüren wird die heißen, das zweite Band dieser Nietzsche-Lektüren soll dann Nietzsches Literaturen, also unsere Ringvorlesung, dokumentiert werden. Ich habe jetzt noch zu danken den Kollegen, mit denen zusammen ich diese Ringvorlesung organisiere. An erster Stelle Herrn Professor Ralf Häfner, der heute leider nicht bei uns sein kann. Er lässt Sie alle herzlich grüßen. Er vertritt die Germanistik in unserem Vorbereitungsteam. Herr Dr. Sebastian Kaufmann vertritt ja die Philosophie und die Germanistik. Er ist Kommentator am Nietzsche-Kommentar und gleichzeitig am Deutschen Seminar tätig. Und eben ich selber, Andreas Urs Sommer, komme von der Philosophie her. Wir versuchen, und das sehen Sie an der Teambildung, hier die gemeinsamen Interessen, die gemeinsamen Fähigkeiten unter einen Hut
zu bringen. Ich hoffe, dass es uns in der Auswahl der Referentinnen und Referenten einigermaßen gelungen ist. Wenn Sie auf die Referentenliste gucken, wenn Sie auch feststellen, wie viel geballte Nietzsche-Kompetenz wir hier in Freiburg haben. Wir haben also wenig ausländische oder auswärtige Gäste einfliegen müssen, sondern wir können uns zu einem guten Teil auf die Kompetenz hier verlassen. Ja, es ist mir jetzt eine große Freude und Ehre, Ihnen den ersten Referenten unserer Ringvorlesung vorzustellen. Professor Ludger Lütkehaus muss man eigentlich nicht vorstellen hier in Freiburg. Man muss ihn aber auch sonst in der Welt nicht wirklich vorstellen. Wenn ich jetzt in diesen gefüllten Hörsaal gucke, dann stelle ich fest, er nimmt es spielend auf mit dem Rektor und dem Erzbischof, die heute Abend eine andere Veranstaltung geben. Ich nehme an, dass die Reihen dort leer sind. Sie sind hier. Herr Lütkehaus ist auch ein leidenschaftlicher Verteidiger des Atheismus, in der Giordano-Bruno-Stiftung tätig, und als solcher ist es natürlich auch schön, dass dem religiösen Thema Paroli geboten wird. Eigentlich ist Herr Lütkehaus von Haus aus Literaturwissenschaftler. Er hat in Freiburg promoviert über Hebbel, dann in Siegen sich habilitiert, ist dann aber immer mehr sozusagen was Anständiges geworden, wenn ich das so sagen darf, nämlich Philosoph, und hat die Germanistik quasi als methodisches Instrumentarium beibehalten, aber ich habe vorhin ja schon das Buch über das Nichts erwähnt, wirklich sehr grundlegende philosophische Arbeiten vorgelegt. Diese Monographie von 1999 ist dann 2010 nochmal in erweiterter Fassung erschienen. Eine ganze Reihe von Publikationen, die ich nicht im Einzelnen nennen muss. Ich will Ihnen eigentlich nur einen Akzent setzen bei Nietzsche. Interessen und Nietzsche-Publikationen, die Herr Lütkehaus vorgelegt hat. Zunächst einmal ein Büchlein, das eine weitere Seite von Lütkehaus Fähigkeit selber stilistisch in die Breite zu gehen zeigt, nämlich das Büchlein Die Heimholung, Nietzsches Jahre im Wahn, also Nietzsche 1889 in die geistige Umnachtung gefallen. Mutter Franziska kümmert sich in Naumburg um ihn. Diese Erzählung ist dann auch auf die Bühne gebracht worden. Eine von mir sehr geschätzte Studie ist die zu Paul Reh. Paul Reh, der Freund von Nietzsche, der eigentlich unterbewertet ist. Auf eine eindrückliche und eindringliche Weise bringt sie Ludger Lütkehaus den Lesern näher. Ludger Lütkehaus ist natürlich auch vor allen Dingen bekannt als Schopenhauer-Forscher, der eine wichtige Edition verantwortet hat. Er ist jetzt, was das Editorische angeht, wieder ganz neu unterwegs, nämlich als Herausgeber der Ausgabe Letzter Hand der Werke Nietzsches, der sogenannten Basler Ausgabe, die aber nicht in Basel erscheint, sondern die kritische Basler Nietzsche-Tradition gegen die Weimarer Nietzsche-Tradition der Schwester fortsetzen will und die Werke Letzter Hand herausgibt. Diese Werkausgabe, da sind jetzt die Zarathustra-Bände sind erschienen. Geburt der Tragödie ist, glaube ich, das nächste, was du bringst. Das Geld ist schon erwirtschaftet oder verwirtschaftet? Gut, gut, gut. Also Sponsoren hier in der Runde sind herzlich willkommen, weil es, glaube ich, eine sehr nötige Sache ist. Ich kann als Letztes hinweisen auf einen wunderbaren Aufsatz, die indische Circe, das Nichts im letzten Nietzsche-Band, der aus einer Ringvorlesung hier in Freiburg 2012 hervorgegangen ist. Ludger Lütkehaus ist gesundheitlich etwas angeschlagen, sodass er darum bittet, ihm das nachzusehen, wenn er auch für Diskussion dergleichen nachher nicht zur Verfügung steht. Aber wir wollen es generell so halten bei dieser Ringvorlesung, dass wir auf Plenumsdiskussionen verzichten. In gewisser Weise sind solche Ringvorlesungen ja tatsächlich alte Unternehmen des Frontalunterrichts, die ihren eigenen Reiz haben. Ich darf damit Ludger Lütkehaus das Wort geben. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und unsere Ringvorlesung eröffnest.
Pult oder? Was du möchtest. Wenn, wie Sie möchten, ja. Ja, ich versuche es wieder hier. Okay. Jetzt können Sie versuchen, das gerade so. Sprechen Sie mal? Gerne. Okay, passt. Wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich, nachdem ich durch etliche Hörsäle geirrt bin, in den richtigen Hafen, hoffe ich, eingelaufen bin, dass hier Nietzsche stattfindet und der Bischof woanders. Was ich heute Abend vorzutragen versuche, ist nicht ganz einfach. Ich habe mich auf so etwas wie die Poetik der Krähe konzentriert. Und das mag Schwierigkeiten machen, dem im Einzelnen zu folgen. Sie können jederzeit aufs Krähen ausweichen. Jetzt aber am Anfang ergibt sich gleich das Problem, wer rezitiert auswendig Nietzsches berühmtes Krähengedicht? Der Freigeist. Ich hoffe, dass ich da Sympathisanten finde. Müssen wir es alleine machen? Also der Freigeist. Abschied. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wo dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt, ein Tor. Zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich zur Winterwanderschaft, verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr, dein Lied im Wüstenvogelton, versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Ton. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Antwort. Dass Gott erbarm, der meint, ich sehnte mich zurück ins deutsche Warm, ins dumpfe deutsche Stubenglück. Mein Freund, was hier mich hemmt und hält, ist dein Verstand. Mitleid mit dir, Mitleid mit deutschem Querverstand. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst danke ich sehr herzlich für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe, dass sie auch wirkt. Aber wie sie wirkt, das wird sich zeigen. Die diessemestrige Ringvorlesung zu Nietzsche steht im thematischen Zeichen von Nietzsche Literaturen. Unter diesem eigenwilligen Plural, der zu Zeiten der inzwischen verstorbenen Postmoderne mancherlei Verständnisprobleme mit sich gebracht hat, mag man einem unorthodoxen, gleichsam polytheistischen Zugang zu Nietzsches überaus reichen, vielschichtigen und vielgestaltigen Werk suchen. Wenn man laut Nietzsches bekanntem Zarathustra-Zitat noch Chaos in sich haben muss, um einen tanzenden Stern gebären zu können, dann gilt das nach dem Chaos-Theoretiker und Praktiker Karl Marx auch für die Remobilisierung versteinerter Verhältnisse, die wieder zum Tanzen gebracht werden sollen. Literaturen, das ist die These, sind Ligaturen, unersetzliche Bindeglieder, die nicht feste Substanzen, harte Identitäten bezeichnen, sondern Konfigurationen und Konstellationen. Literaturen stehen stets in Beziehung. Sie eröffnen oder schließen Zusammenhänge, aber auch Dissidenzen. Sie sind reflexiv und ironisch. Gott, als er sich mit der Schöpfung so vertan hatte, dass er nicht mehr wusste, was er sich denn dabei gedacht hatte, rettete sich in den einzigen Hafen, der ihm noch geblieben war, die Ironie und vor allem die Selbstironie. Wenn seine Gläubigen nur gehörig an ihn glaubten, ist er, Gott, so etwas wie der Thomas Mann der Literaturen. Wie auch immer,
Es kommt auf den Polyperspektivismus von Nietzsches Werk und den damit einhergehenden Relativismus wechselnder Optiken an. Denn Wahrheiten, so Nietzsches brillanteste Diagnose, sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie Illusionen sind. Nietzsche tastete sich mit seinen Literaturen vor in Bereiche, deren Wahrheiten die Infragestellung des einen Subjekts als Nachfolger des einen Gottes intendierten. Meine Hypothesen, heißt es in den nachgelassenen Fragmenten Nietzsches vom September 1885, das Subjekt als Vielheit. Die Annahme des einen Subjekts ist vielleicht nicht notwendig. Vielleicht ist es ebenso gut erlaubt, eine Vielheit von Subjekten anzunehmen, deren Zusammenspiel und Kampf unserem Denken und überhaupt unserem Bewusstsein zugrunde liegt. Ende des Zitats. Wenn dem so ist, dann würde es ermöglichen, sich auf die ganze Spannweite der nietzschischen Literaturen einzulassen, von denen indessen keine auch nur annäherungsweise das Ganze zu nennen wäre. Im Gegenteil, das angebliche Ganze verlöre sich in der Vielheit der Subjekte, sodass weder die Wahrheit noch die Totalität der Nietzsche-Literaturen jemals zu haben wäre. Nietzsche-Literaturen sind im höchsten Maße nicht nur polyvalente Ligaturen, sondern plurale Abrisse eines Ganzen, das als solches, also als Ganzes, nie gegeben ist. Nietzsches plurale Literaturen, um das in der unvermeidlichen Abbreviatur wenigstens anzudeuten, stehen hier in einem Zusammenhang, der wesentliche Aspekte der neueren Philosophie- und Psychologiegeschichte umfasst. Erstens das gleichsam afrikanische Modell Arthur Rimbauds, der im Zuge der Entdeckungsgeschichte des Unbewussten, dieses wahren inneren Afrikas, nach der prägnanten Formel Jean-Pauls in seinen erst verspätet rezipierten Briefen an Georges Isambard und Paul Demeny vom 13. und 15. Mai 1871, den Lettres du Voyant, Briefen des Sehenden, als bestimmte Negation der Identität des Selbst unter dem Titel Je est un autre, ich ist ein anderer, konzipiert hat. Sie hat nahezu kanonische Geltung in den Zeiten der inzwischen wieder verabschiedeten Post- und der Postpostmoderne erreicht. Zweitens, in dem Konzept der Unbestimmtheit stellen, das der Phänomenologe und Husserl-Schüler Roman Ingarden als Inbegriff der Schnittstellen zwischen Ästhetik, Ontologie und Erkenntnistheorie entworfen hat. Drittens, dieses Konzept ist von der Rezeptionsästhetik des Anglisten Wolfgang Ihser zur Koproduktionsästhetik erweitert worden. Viertens schließlich und vor allem von der Subjektkritik, wie sie maßgeblich von Nietzsche und von der negativen Dialektik der kritischen Theorie zugespitzt worden ist. Das alles schreit, nein, krächzt nach Deutung. Am Anfang war nicht das Wort und auch nicht der Text, sondern das Gekrächz der Krähen, Zukunftsmusik, die freilich folgt nicht weniger eigenwilligen literarischen Impulsen. Die Musik ist zunächst die eines krächzenden Krähengeschreis, ziemlich schnell, aber nicht weiter bedrohlich. Bei näherem Zuhören deutet sich aber an, dass diese Musik zwar mit dem Schreien der Krähen zusammenhängt, wie es in der apostrophierten, einsilbigen Form von Nietzsche notiert worden ist, im Übrigen aber eine der unverwechselbaren, vollendeten Kompositionen der klassisch-romantischen Winterreise bezeichnen, die mit dem 20. Lied auf einen tautologischen Wegweiser verweisen, einer Straße nach, die noch keiner ging, zurück. Anders als für Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr desgleichen, ist es eine Straße ohne Wiederkehr. Ihr Ziel ist der Tod. Wer diese Straße geht, singt ihre Musik, hört aber mehr noch das Schreien der Krähen, die sich stadtwärts aufgemacht haben, weil ihnen sonst, wie den Winterreisenden, eine Schneekatastrophe droht. Wollen die Gefährdeten, Vögel wie Menschen, ihr zuvorkommen, dann müssen sie andere Wege gehen. Aber können sie das? Wollen sie das überhaupt?
Ist das denn noch ein Singen zu nennen, geschweige denn die Musik eines Schwarms, wenn aus den Tönen der Krähen erst ihr Krächzen wurde, dass sie den Raben abgesehen haben, dann aber jenes unleidliche Schreien, das sie um eine Silbe apostrophiert und dann zum eigenwilligsten, kollektivsten, unsagbarsten aller Vogelgesänge ausgerufen haben? Mit dem Schreien der Krähen, für deren Schwarmrute es keine Milderung, geschweige denn einen Widerstand gab, wurde eine geflügelte Massenhysterie auf den Plan gerufen, deren ausfluchtsloses Ende das Ende der Krähen gewesen wäre. Wenn die krächzenden Krähen so etwas wie die Eingreiftruppe einer Art von Vögeln sind, die selbst unter widrigsten Wetterbedingungen um ihre gefährdeten Lebensbedingungen kämpfen, Einzelkämpfer, deren aggressive Attacken in Schwarmformation das Aas ihrer Vorgänger suchen, dann ist auch auf den softeren Gebieten der Lyrik die Härte des natürlichen Lebens angesagt. Diese so aggressiven wie subtilen Vögel führen den Kampf um das alltägliche Brot und gegen die aggressiven Attacken ihrer Nahrungs- und Überlebenskämpfe mit Entschiedenheit und mit List. Aber auch so, dass ihr Leben auf den Feldern, am Rande der Städte, in den Kuppeln der Bäume manchmal ein mörderisches Fest zu werden droht. Jedenfalls die Durchschnittskrähe will es so. Sie folgt den Regeln und Impulsen ihres Durchschnittslebens, aus dessen kargen Resten sie sich nährt. Sie ist Aasfresserin, aber auch auf den Feldern zu Hause, bevor sie sich in der Stunde der Gefahr stadtwärts bewegt. Sie ist ein außerordentlich kluges Tier, aber sie hat auch in jedem Sinn Geschmack. Ganzjährig trägt sie ihr schwarzes Gefieder. Sie ist der Wintervogel schlechthin und wird sich ihre mühsam zusammengetragene Nahrung nicht ohne weiteres nehmen lassen. Die Stadt als bergender gesellschaftlicher Schutzraum, die Natur als Raum der Gefahr sind ihre zwiespältige Bleibe. Aber im schwirren Schwarz ihrer kollektiven, an den Gesetzen der Bionik orientierten Schwarmintelligenzen, wie es Nietzsches ehemaliger Freund Richard Wagner wohl alliteriert hätte, finden sie unter dem winterlichen Horizont sowohl ein meteorologisch wie prophetisch versiertes Tier. Nicht der vermeintliche Wetterbericht, die Wettervorhersage ist ihre Destination. Und manchmal lässt sich in ihren krächzenden Übermut mit der zugegebenermaßen berühmteren Hegelschen Nachteule der Minerva ein Sinn für Verspätung universalgeschichtlicher Natur sie erst bei einbrechender Dämmerung ihren Flug beginnen lässt, aber so auch signalisiert, dass wieder einmal eine Gestalt des Lebens alt geworden ist. Doch bis zu deren Tod ist es noch eine kleine Weile. Die Krähen schreien. Das im frühen Herbst 1884 noch von Nietzsche in Sils Maria niedergeschriebene, aber erst 10 Jahre später und nicht mehr von ihm publizierte Gedicht, dessen schwirrer Flug die Irre seines Autors vorweggenommen hat, ist unter mehreren, insofern schon seit je pluralen Titeln überliefert. Unter dem im Autograph an den Rand gedrängten Gesamttitel »Der Freigeist«, Untertitel »Abschied«, Gegentitel »Antwort«, schließt das Gedicht an jene Konstellationen an, die der sogenannte mittlere Nietzsche, seit Menschliches allzu Menschliches und der Morgenröte mit der Rolle des freien Geistes, dem weiterhin gültigen Konzept der Aufklärung und zumal mit der Rolle Voltaires verbunden hat, dessen 100. Todestag 1878 zu feiern war. Aufklärung war aus der Voltaire-Perspektive das Medium von Zitaten, die aus Literaturen entstehen und wieder zu Literaturen werden. Ein Fest der Intertextualität als aufgeklärter Promiskuität. Der deutsche Aufklärer Friedrich Nietzsche, darauf liegt der Akzent dieser Entente cordiale et rationale, der nach der Auflösung seines Teufelspakts mit Richard Wagner als Zentralgestalt der atheistischen Moderne zu verstehen war, sagte dem Guru von Tribschen und Bayreuth streng und methodisch ab. Mit dem flammenden und flackernden Sinn aber wird es nun für alle Feingeister ernst. Der Beginn des Krähengedichtes,
der ist mit dem apostrophierten Schrein und dem ebenfalls apostrophierten Schnein zu einer gleichsam einsilbigen Sprachform gebracht hat, spricht nun von einer rabiaten, aber wenn es sein muss, auch zugewandten, ja manchmal erstaunlich zärtlichen Winterwanderschaft. Angesichts der drohenden Schneekatastrophe schlagen die Menschen wie die Vögel unterschiedlichen Rettungsrichtungen ein. Die Stadt als gesellschaftlicher Schutzraum, die elementare Natur als Raum der Gefahr lassen unterschiedliche Wege offen. Was aber wollen die Krähen und wer sind sie überhaupt, wenn sie nicht den Rückzug aus der Gefahr in die Stadt wollen, während sich ein freierer Geist paradoxerweise, also nicht ohne ein gewisses Moment der Überraschung, in die Welt zurückgezogen hat und nun dort auf sein krächzendes Feindsliebchen wartet? Denn hier in der Welt ist es eine einzelne Krähe, die auf den vereinzelten, vereinsamten Unterwanderer wartet, auf den an dieser Stelle und in dieser Winterzeit wohl weder die Krähen noch die Menschen gerechnet haben. Und trotzdem wird ihnen die Gnade einer geteilten erotischen Begegnung zuteil. Was in dieser riskanten, aber auch faszinierenden Situation für die Krähen und den Freigeist angesichts der gefährdeten Heimat noch möglich war, waren die großartigen Bilder einer katastrophisch gefährdeten Welt. Die Lieder von Liebe und Schmerz, die der britische Liedersänger Ian Bostridge unerschrocken von etwelchen Kitschgefahren in seiner Vertonung der Schubertschen Winterreise, dem solitären Meisterstück deutschsprachiger Liedkunst, annonciert, geben auch Nietzsches musikalische Literaturen einen ganz eigenen Klang. Sie folgen dem Schwirren der Krähen zwischen der Stadt als letztem Asyl und Winterlandschaften, die zu solchen des Todes werden. Wenn der Winterwanderer am Ende seiner Reise in ihnen beschließt, Sie buchstabieren das Weh, das die Lieder, nicht von Liebe und Schmerz, wie es Bostridges moderatere Lesart will, sondern von Liebe und Tod vergegenwärtigen. Auch Nietzsches Winterreise ist ein Weg in die Irre und den Tod. Die finalen Zeilen, auf die sein krähendes Gedicht zuläuft und das suizidale Ende ohne Wiederkehr dem Schuberts Lied mit noch radikalerer Konsequenz zustrebt, leben von der tödlichen Ausweglosigkeit einer Straße, die, Zitat, noch keiner ging zurück. Es ist die unvollendete Trias von Musik, Liebe und Tod, der Nietzsches Winterreise in Schuberts Spuren folgt. Die Tödlichkeit des Todes zeigt sich als die Unumkehrbarkeit eines Wegs. Wenn die Krähen aber so etwas wie das Proletariat der Vögel sind, allenfalls von einem Schwarm attackiert und mit ihrer spröden Rolle allein gelassen, so erholen sie sich von dem brutalen Stress ihrer Partnersuche in den strapaziösen Interimsangeboten der Einzelgänger. Aber sie sind zur Not auch seriös. Von den drei Namen, die für sie in Betracht kommen, greifen sie mit den Analysen, die sie als Freie mit Nietzsches Menschliches, allzu Menschliches, ein Buch für freie Geister, und aus der Vorrede von 1886 zu demselben Titel dieselben prägnanten Passagen heraus, in denen Nietzsche den Typ freier Geist umreißt und als personifizierte Loslösung von seinen ehemaligen Großgurus Schopenhauer und Wagner feiert. Dann werden sie, je nach Tagesform, mit ihrer spröden Rolle so allein gelassen, dass sie sich von dem brutalen Stress ihrer Nahrungs- und Partnersuche, ihrer buchstäblich schreienden Überlegenheit trotz ihrer überwältigenden Schwarmintelligenz kaum noch erholen können. Aber mit ihrem abgründigen Witz und Gelächter, als ob sie sich nur noch in ihren Überlebenskämpfen tummeln würden, halten sie selbst die markantesten Angebote aus. Das Fleisch und immer wieder das Fleisch, seit den famosen fleischtheologischen Vorstößen des Apostels Paulus, Nietzsches Haupt- und Erzfeind, ja noch vor dem servilen Augustinus mit seinen kriecherischen Konfessionen, halten sie auch die riskantesten Angebote aus.
Von dem freien Geist, dessen Prinzipien Sie sich zu eigen machen, ohne in Ihrem Zeichen tätig zu werden, wählen Sie die prägnantesten Passagen besonders gern aus, in denen Nietzsche den Typus freier Schriftsteller umreißt und als personifizierte Loslösung von seinen ehemaligen Lehrern interpretiert. Die Krähen schreien, so jedenfalls will es Nietzsche in seiner vorläufigen Rolle als Krähenforscher auf der Winterwanderschaft. Die Krähen sind für ihn der scharf gefiederte Wintervogel schlechthin, aber anders als in Alfred Hitchcocks Nightmare die Vögel sind sie kein endemisch und aggressiv auftretendes Kollektiv, dem die platinblonde Hollywood-Busenschönheit von Tippi Hedren nur eine statuarische Attraktivität verliehen hätte. Mit dem zweiten apostrophierten Reim gesagt, wird es nach dem Schreien auch schneien. Die Stadt als gesellschaftlicher Schutzraum, wie schon gesagt, die elementare Natur als Raum der Gefahr sind nicht auf bloß einen Ton, ein Bild gestimmt. Aber ein wahrer Winterwanderer wird sich ohnehin nicht schrecken lassen, auch wenn er die Gewalt der Natur, die Angst der Menschen aus eigener Erfahrung und die Lehren des Freigeists aus seinen Nietzsche-Studien kennt. Wie er in seinen Portenza-Anfängen, Schulpforter, die Lyrik so sehr geschätzt und gepflegt hatte, dass er zu einem ihrer herausragenden Dichter geworden war, so hatte er die klassisch-romantische Lyrik gepflegt und noch in der Stunde der Not, in der er vergeblich auf die Heimatsuche gegangen war, einen anderen Ton, den der Versöhnung, der Wiederannäherung gesucht, bis der freie Geist über ihn kam und ihn mit der Katastrophe des Schnees abstürzen zu lassen drohte. Hier aber triumphierte das warme deutsche Stubenglück, das im Zeichen von Gottes warm erwärmend war und nicht nur das. Nun aber hätte statt des Kultus der Heimat tatsächlich der Geist der Häme triumphiert und der freie Geist so gründlich gesiegt, dass es Gottlob nichts mehr mit Gottes Erbarmen, dem Zurück ins deutsche Warm, ins dumpfe deutsche Stubenglück zu tun hatte, weil diese Art von Verstand, von deutschem Querverstand, das Ende des Verstandes und überhaupt kein Grund für irgendeine Form des Mitleids mehr war. Dieses Ende aber in Hohn und Häme konnte auch nur so vernichtend erscheinen, weil es in der Tat die Antwort des Freigeists auf einen Abschied gewesen wäre. Immerhin, die Freude über das Gedicht, das auch der heutige Leser wieder das Krähengedicht nennt, ohne sich damit allzu sehr auf seine Leidenschaft für die Ornithologie festzulegen, deren Neigung zur Ontologie schwer verständlich, aber nun einmal ausgemacht ist, hat in diesem Spannungsfeld seinen fragilen Platz gefunden, an den die Krähen offenbar mit Vorliebe schreien oder sogar schreien. Aber warum tun sie das, wo sie es doch ebenso gut damit bewenden lassen könnten? Wer oder was sind denn die Krähen überhaupt? Wer spricht, wer schreit in ihrem Namen? Warum schreien sie? Was tun sie, wenn und indem sie schreien? Können sie das Schreien einfach nicht lassen? Wann werden sie endlich Ruhe geben und still sein? Was heißt und zu welchem Ende studiert man überhaupt Krähengeschichte? Fragen über Fragen. Und kein Krähengedichte hat sie sich definitiv gestellt, geschweige denn beantwortet, in der Heimatlosigkeit, Heillosigkeit, Verlorenheit und transzendentalen Obdachlosigkeit, auf die Georg Lukács sie getauft hat, die ganze Narrheit einer in die Welt verlorenen, verfluchten Winterwanderschaft. Die schwirren, eher wirren Vögel einer Germanistik, die in den frühen 60er Jahren unter dem elefantesken Dirigat der vermeintlich werkimmanenten Schule Benno von Wieses sich des Themas angenommen hat, sind zu einer ganz eigenen Blüte herangereift. In dem begleitenden Krähenlied wird schon einmal vorsorglich gezeigt, was wahre Treue ist, nämlich jene, die bis zum Grabe an ihrer Beute festhält. Wahrhaftig, diese Treue, die sie früher oder später von der Beute ihres Leibes nähren wird, ist ein starkes Liebesstück. In der Gesamteinspielung des Liederzyklus durch Ian Bostridge ist die trinitarische Konfiguration von Liebe, Tod und Musik das Zentrum.
Dieses zum Ende gehende Leben ist indessen nicht auf einen tragischen Abgesang aus. In der abgründigen, tragikomischen Heiterkeit einer verballhornten, hölderlinschen Hälfte des Lebens wird das Schöne zur Farce, wie sich noch zeigen wird. Aber das ist des Tragikomischen nicht genug, denn das Gedicht vollzieht eine radikale und doch wieder hochkomische Volte. Der Freigeist ist es, der noch einmal wiederkehrt, aber nun nicht mehr in gemütlicher Melancholie, sondern tatsächlich in der Zuspitzung einer Winterreise, die stets nach kälteren Himmeln sucht. In der editionsgeschichtlichen Konkurrenz haben sich aber meist der Freigeist und vereinsamt das rebellische und das melancholische Moment durchgesetzt. Offen muss einstweilen bleiben, was oder wer wann aus diesem Gedicht spricht oder auch wie die Krähen schreit. Das kleingeschriebene Du, das von der zweiten bis zur fünften Strophe, aber nicht in den beiden zyklisch rahmenden Schlussstrophen gebraucht wird, kann man bei einer hinreichenden Begabung für wissenschaftlich subtilisierte Begriffe als Selbstaufrufung, als Selbstinkantation des eigenen Wesens in der Du-Form begreifen. Durch dieses Soliloquium ist für Ruhe gesorgt. Aber warum dieser Umweg von der tiefen Intention zum manifesten Text? Spätestens seit der Antwort des zweiten Teils des Gedichts ist klar, dass hier ein Subjekt, welches an polemischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, zu einem Du spricht, ihm auch widerspricht, das selber dringend der Aufklärung bedürfte. Tatsächlich wäre es ein vernichtendes Ende geworden. Das hatte die frühen Versionen vom Todesgottes als dem Tod einer bestimmten, reduzierten Form des deutschen Verstandes so zu beeindrucken versucht, dass daraus fast das Ende eines respektablen deutschen Verstandes geworden wäre. Das hat noch in den frühen 60er Jahren die Schule der Werkimmanenz, soweit sie mit dem Namen Benno von Wieses verbunden war, zu einer temporären Blüte gebracht, dergestalt, dass dabei der ganze zweite Teil des Freigeists annulliert wurde. Der von Wieses Schüler Franz Robert Mennemeyer hat auf diesem Weg das Problem, dass da ein Literaturwissenschaftler sich selber so in den Rücken fiel, um den für ihn prekären Teil dessen, was er nicht edieren mochte, radikal zu eliminieren versucht, indem er zu einer chirurgischen Totaloperation schritt, wo anschließend nichts mehr zu operieren war. Das war nun allerdings kein kleiner Spaß. Wer für die Rolle eines Du, des dürftigen, bedürftigen Statthalters, seines Personalpronomens in Frage kommen sollte, mussten schon die Vertreter der elaborierten philologischen Feldforschung herausfinden. Ob es sich bei diesem Du um mehr als bloß die Selbstinkantation des eigenen Wesens handelte, ob besagter Germanist sich bei dem Elefantenprojekt, auf das sich damals vor 68 alles gestürzt hat, was studierfähig war, zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, um diese Situation zu bereinigen, steht dahin. Unter diesen Umständen allerdings konnte der Winterwanderer nur allzu bald jenes Wintergeschick erleiden, vor dem sich das Kollektiv der Krähen noch gerettet haben mag, aber nicht mehr die Einzelgänger, die nicht wissen, wie es mit ihrer Winterwanderschaft weitergeht. Wenigstens ein Ende wäre damit erreicht. Doch nun kommt es zu einer unerhörten Wendung dieses Lebens, die es in der deutschen Literatur und Musik vorher noch nicht gegeben hat. So einfach von der Bildfläche zu verschwinden, wäre wahrhaftig eine gute und schöne Sache. Aber dieses Gedicht in dieser Form gibt es gar nicht. Blättert man nur um, und das empfiehlt sich manchmal selbst bei Gedichten, denn umblättern hilft, dann kommt tatsächlich ein Gedicht in den Blick. Die Melancholie dieser Winterbilder, krächzender Krähen und unheilbarer Einsamkeiten, nein, gemütlich war das nicht, auch wenn der Freigeist es sich nicht nehmen ließ, mit sich selber zu sprechen. Aber dann wurde der Melancholie des Freigeists eine ganz andere Antwort zuteil. Sie begann ungewohnt fromm mit dem Erbarmen Gottes, von dem der ungenannte, auf ein bloßes Demonstrativpronomen geschrumpfte Freund sich noch die schönste deutsche Kuhwärme
und das dumpfeste deutsche Stubenglück versprach, um dann in aller Härte mit dem queren deutschen Verstand konfrontiert zu werden. Das war mehr, als vielleicht selbst vom Deutschen warm zu erwarten gewesen wäre. Möglicherweise hätte er auch selber darauf Lust bekommen, von Gottes Erbarmen erwärmt zu werden, dass auch dieser Teil des Gedichts des höchsten Erbarmens teilhaftig geworden wäre, aber nun einmal das Pech hatte, des deutschen Stubenglücks teilhaftig zu werden. Warum? Weil es an nichts anderem als einem adäquaten Verstand fehlte. Hier hätte man einstweilen abbrechen können, aber man konnte auch nicht an der prekären Erkenntnis vorbei, dass unter den Händen der Dekantation ein halbes, ganzes Antwortgedicht auf der lyrischen Strecke geblieben war. Warum? Weil es zur Komplexität, Mehrtönigkeit, Dissidenz der zweiten Hälfte des zweiten anderen Gedichtes nicht passte und die Hermeneutik dieses anderen Gedichts ein anderes Gedicht war. Man musste sich bei Nietzsche nur umsehen und man traf bei ihm immer wieder auf sperrige Züge, die seinen Interpreten nicht passten und dann schnell im Orkus der hermeneutischen Familienbestattung verschwanden. Sie waren Dokumente eines anderen Nietzsche-Verständnisses. Sie waren überhaupt Manifestationen sperriger Texte, die man stets und auch jetzt noch als Dokumente eines anderen Nietzsches hätte lesen können. Mit dieser Verlustanzeige könnte man schließen, aber nicht abbrechen. Nietzsches eindrucksvolles Krähengericht hatte sein Ziel erreicht. Und die Krähen krächzten zusammen mit ihm, aber fast ein halbes Antwortgedicht war untergegangen. Man musste sich bei Nietzsche nur umsichtig genug umsehen. Ich danke Ihnen. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Ludger Lütkehaus. Ich danke dir. Wunderbar, du hast uns nicht nur die Krähenhermeneutik und die Krähenpoetik eindrücklichst vor Augen geführt, sondern auch für die ganze Ringvorlesung das methodische, soll ich sagen, Korsett oder das methodische Festkleid auf den Weg gegeben. Literaturen als Ligaturen, das werden wir als Leitmotiv über das Ganze, was wir in diesem Semester machen, stellen. Es ist, glaube ich, ein beglückender Einstieg gewesen in unsere Ringvorlesung. Und ich darf noch hinzufügen, wenn du den Friedrich-Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt nicht schon bekommen hättest, hättest du ihn dir heute Abend verdient. Sehr freundlich. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Ihnen der Einstieg so viel Freude und Spaß gemacht hat und so viel zum Nachdenken mitgegeben hat wie mir. Und Sie werden es bestimmt nicht bereut haben, den Rektor und den Erzbischof beiseite gelassen zu haben. Ich hoffe, dass Sie uns treu bleiben, dass Sie auch in 14 Tagen wieder da sind, wenn wir unsere Ringvorlesung mit Philipp Schwab fortsetzen. Nächste Woche ist ja Feiertag, also deswegen erst in 14 Tagen wieder. Seien Sie wieder hier, pünktlich um 7:45. Wir freuen uns. Du bist so wohlwollend zu mir. Ja. Sehr. Hast du dich? Das ist, das ist.